So, herzlich willkommen zurück auf der Force Map Stappenbach. Naja, Force Map ist es ja nicht. Mal ein bisschen Hexe. Aber dieses Mal habe ich Hilfe. Von den beiden. Ich habe, denke ich, herausgefunden, wie Postplay Rückwärtsfahren funktioniert. Naja, YouTube hat geholfen. Sagen wir mal so. War ein bisschen mühsam, aber musste ein paar Mal ausprobieren, bis es geklappt hat. Ich hoffe, jetzt klappt es auch weiter. Soll mal ein bisschen Holz hier verschwinden. Oh. Jetzt auch mal so machen, wenn der abfährt, mache ich den einen voll, aber nicht ganz voll. Weil... Oh. Die Straße zu schmal ist, also wir würden beide nicht aneinander vorbeikommen. Also warte ich immer, bis der eine wieder hier ist und mache den anderen ganz voll. Was ist denn hier da drin denn? Oder es klappt so. Ich hab direkt in den einen fast voll, hab der andere schon wieder hier ist. Weil mit dem LKW ist jetzt der Weg so schmal. Weil ich hier am Rand nicht alle Bäume wegnehmen will. Besonders nicht die Eichen. Aber naja. Schauen wir mal. Oh. Wieder Stichdichter. Getankt habe ich ihn alle auch. Besonders den Häcksler. Ah, da nur noch 64 Liter. Laubstämme rutschen. Ah, denk mal.
Sommer. Die sind aber auch groß. Ja, vielleicht probiere ich mal mit einem Baumstamm da hinten quer. So. Vielleicht gerade liegen. Die sind doch ganz schön runtergerutscht. Ich glaube, nur hat der andere ihn nicht raufrauscht. Mal kurz gucken, wo der steckt. Der ist gerade mal, oh Gott. Ist gerade mal. Und ich habe schon 46 dran. Noch das Geld, aber was fließt. Nein, 991.000. Okay. Noch ist er da. Ich hoffe, der kippt ab. Bevor das Problem, dass er nicht abkippen wollte. Er kippt ab. Juhu. Nein, 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 nein. Ach. Naja, LS 17 kommt ja auch bald raus.
2 Wochen. Den kann ich noch. Na, der ganze Kram rutscht. Rutscht irgendwie runter. Und wenn ich hier einen großen Stamm einmal langlege und es gerade kommt, ist das doch funktionieren. Bei dem Forst ja auch so. Okay, da kommt er. Sehr spannend, ob er hinten reinfährt oder wartet. Er wartet, das ist doch schön. Leuchten auf mich. Ehrlich. Bisschen Zeit. Kann ich mich mal umstellen? Warum da jetzt steht, JCB steckt fest? Das stört mich.
66%. Ich bin ja mal gespannt beim neuen LS, was da der Force. Den ganzen Mods, sag ich mal, bringt das ja sehr viel Spaß. Aber mal gucken, wie lange es wieder dauert, bis neue Mods gibt. Neue Maps, sag ich mal. Warten wir, bis er da ist. Wo bleibt er denn? Ey, sag mal, der wird erlassen. Entlassen, meine ich. Achso. Das ist der Horst, der den JCB fährt. Und den Deutz, der fährt den Helmut. Wo steckt er denn? Oh, was? Na, Helmut ist entlassen. Kann sich einen neuen Job suchen. So können wir den Kampf ja gegen den Borkenkäfer nicht gewinnen. Oh. Hat er verloren. Ah, hab was vergessen Allrad. Deswegen vielleicht. Okay, aber nicht mein Fehler. Warum fährt er jetzt nicht? Warum fährt er jetzt durch? Bleibst du hier? Bleibst du hier? Bleibst du hier?
Naja, fast. Es läuft ja fast. Fast, 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 fast. Ja, mal so, ich bin ja froh, dass Abladen jetzt eigentlich alles funktioniert. Willst du mich verarschen? Doofe Plane. Irgendwann habe ich den Dreh raus. Im nächsten Leben. Oder so. Ach ja. Ach, ich Idiot. Ich muss ihn doch wieder anmachen. Was man nicht im Kopf hat, hat man in der Bein. Dieser. So. Aber erstmal kennt er den Ärger mit dem Cosplay. Ich habe schon viele. Ah, ich bin auch mal gespannt, weil die neuen LS17 gibt es ja jetzt auch Schweinezucht. Die hatten, hatte ich irgendwo gehört, die ja nicht zum Schlachter geschickt, die kommen an einen besseren Ort. Fand ich witzig. Ja, ich glaube, was ja auch cool ist, Fant ist dabei. Und man kann die Träger jetzt aufrüsten. Oder halt so zusammen kaufen, wie man die braucht. Das finde ich auch nicht schlecht. Ja, ich sag ja. Reden und spielen. Ich bin ja keine Frau. Die Multitasking fähig sind. Ich hatte mir auch diesen Liebherr Elektronik mal runtergeladen mit der Wurfzange. Stammzange. Auf jeden Fall, was er hier dran hat. 84, konnte zwar auf Kaufen gehen, aber dann stand da. Ja. Geht zum Kauf bereit, kam aber nicht aus diesem Bildschirm raus. Jetzt dann hier nachher auch mal probieren mit diesem langen Stab.
Die Stämme gerade liegen, gleich rutschen sie denn nicht mehr. Schauen wir mal, wo er ist. So, was passiert, wenn ich jetzt hier rauf... Ne. Ja, der Der JCB bleibt stehen. Der Deutz wollte ja wieder abhauen. Ah, oder der Start und End ist zu nah beieinander. Das kann leicht sein. Fast weg. Bin ja mal spannend, wie lange ich gebraucht habe. Ah. Stamm hier hinlegen. Ich glaube, ich probiere es mal mit neuen Kurs einfahren gleich mit den JCB. Schau mal, ob es daran liegt, dass der Start und Endpunkt so nah beieinander sind. Aber, wie man sieht, nichts mehr da. Das ist der letzte. Also, an dem Haufen.
Oh, oh, oh. Haben wir jetzt nochmal den Schredder aus. Oh, Stamm. So. Sehr. So, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Ansehen, auch wenn es diesmal ein bisschen länger geworden ist, glaube ich. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffe, bis zum nächsten Mal.